So, jetzt. Ja, ich muss noch mal. Muss bei meinem OBS muss ich noch mal die Tastenkürzel ein bisschen bearbeiten, wenn ich nämlich verschiedene Sachen. Wie heißt? Ich bin ja nicht so richtig wach. Ich habe jetzt diese Woche und nächste Woche Urlaub. Und dementsprechend ist mein Schlafrhythmus komplett im Arsch. Hüter des Bruders, Zauberstabangriffe, Abgriffe, okay. Das ist gar nicht so schlecht. So, Raum der Wünsche. Professor Weasley hat mich gebeten, sie im Flur. Okay. Dann machen wir doch erstmal. Harry Pippin von J.P. und Zaubertränke hat Hogsmeade mir eine Eule mit einer Li zu, hat mir eine Eule zu einer Lieferung geschickt. Ich soll mit ihm sprechen, wird, wenn ich nach einfacher Arbeit suche. Warum nicht? Mache ich das doch mal. Machen wir jetzt erstmal ein paar Nebenquests. Machen wir mal eine Lieferung, ha? Ich weiß gar nicht, wie lange die Quests gehen. Sprich mit Perry Pippin. So, Entschuldigung, ich muss immer, da mein Einfallsreichtum in den letzten Jahren sehr stark abgenommen hat. Ja, man wird halt älter, ne? Da muss ich mir halt Sachen. Muss ich mir halt Sachen halt direkt aufschreiben, wenn sie mir einfallen und. Willkommen. Also es ist Lassen Sie mich relativ einfach egal. wissen, wenn ich helfen kann. Muss ich sie halt nehmen, wie sie kommen, wenn Hallo, mir der Mr. Einfall für den Pippin. Titel kommt. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Ich habe Hogwarts. aber noch Was keinen. soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Warum arbeitet ihr nicht zusammen? Aber wenn sie die ganze Zeit anfängt, sich zu beschweren, vielleicht will sie ja was anderes. Holy shit. Dann gehe ich doch lieber mal zur Weltkarte. Das ist weit weg. Keenbridge habe ich nicht, ne? Hier kann ich auch nicht hin. Das bedeutet, es wird eine längere Reise. Bin ich jetzt gar nicht so schlimm? Durchs Kürbisfeld. Anstelle von dem normalen Weg? Nein, Kürbisfeld. Ich habe gerade ein paar kurze Frame Drops. Also PlayStation, was ist denn los? Falscher Knopf, okay, verstehe. So, ich könnte natürlich jetzt mit. Ich könnte eigentlich gucken, dass ich mir einen Besen besorge und mit Pip vielleicht fliegen. Aber auf der anderen Seite. Läuft der so komisch? Läuft ein Bee nicht unbeholfen, der Kerl. Aber auf der anderen Seite kann ich auch mal nachgucken. Was es dann so hier so zwischendurch gibt. Vielleicht kann ich ja noch irgendwo ein paar Sachen sammeln. Ist das Hogwarts? Ja. Okay, sieht schon echt geil aus. Privilegium.
Das lässt sich nicht von der Hand lesen. Wie, da sind noch ein paar Lümmel. Innerhalb von den Hogwarts-Mauern? Wie kommt denn das? Ah, sind wahrscheinlich irgendwelche Hunde oder so. Wir haben eine Lieferung zu machen. Okay. So. Warte mal, kann ich vielleicht auch hier lang? Ich meine, das Buch schickt mich nicht dahin, aber auf der anderen Seite sagt die Karte was Interessantes. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Okay. Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Habe ich jetzt von dem Professor das bekommen? Nein, ich schwöre, ich werde Ihre Zeit nicht verschwenden. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Also gut, was hast du da? Warum bewegt sie sich? Was? Die Tasche, also? Sie zappelt. Was ist da drin? Doch keine Ratte. Nein, es ist ein Niffler. Was soll ich mit einem Niffler? Er ist gewieft. Er hat mich bestohlen. Ein Niffler hat dich bestohlen? Damit will ich sagen, er ist ein Naturtalent, ist sein Gewicht in Gallionen wert. Na dann los, zeig ihn mir. Ich Wenn muss du meine wohl... Zeit verschwendest. Au! Ich würde niemals Ihre Zeit... Er hat mich gekratzt. Komm schon, du Kleine. Nicht meine Ratte Komm schon, du Fisch. Wenn ich deine Ratte erwische, ist sie tot. Bist du tot. Und jetzt raus. Ich schwöre. Amateur. Amateur. Oh, herrlich. Schön. Freut mich. Da ist noch ein Händler. Was verkauft der? Gegenfrage. Ich habe doch wieder ein paar Sachen. Da könnte ich doch eigentlich mal... Hä? Das ist weird. Ich habe doch einige Belohnungen eingetauscht. Verstehe ich. Das Belohnungssystem verstehe ich wirklich nicht. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock, der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Das ist doch schön. Für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Kack. Was verkaufen Sie hier? Mal gucken, vielleicht kann ich... Finden Sie etwas, das Sie brauchen. Vielleicht kann ich dem noch irgendwas andrehen. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Es war mir ein Vergnügen. Walter Knopf. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Olraun, eine magische Pflanze, die schreit, wenn sie ausgegraben wird. Olraun können Gegner betäuben und verletzen. Ist aber sehr teuer. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Warum nicht? Es war mir ein Vergnügen. Warum nicht? Revelio. Ah, hier ist wieder eins von Merlins Rätsel. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Incendio. Nächstes hier. Und weiter.
Merlin? Bei Merlins Barte. Freut mich, dass Arn seine Sachen wieder hat. Renrock und seine Anhänger. Ins Händchen! Muss halt echt gucken, wo diese scheiß Dinger sind. Das sieht komisch aus. Schade, dass man keine Feuerbälle schießen kann. Ich meine, wäre schon ein bisschen gefährlich, aber wenn wir sowieso ringsums haben. Es gibt 4 Stück. Eins in diese Richtung, eins in diese Richtung. Eins in diese Richtung und das da drüben. Glaube ich. Ins Zentrum. Ist halt nicht immer ersichtlich, die haben viel. Ja, aber ich muss auch. Eins. Zwei. Damit wäre das erledigt. Wie nur 3. Okay. Ah, da kommen diese Dinger raus. Die Rätsel sind zwar ganz nett und einseitig, aber sind wir mal ehrlich, ich weiß halt nicht genau aktuell, was sie bringen. Ich verstehe es nicht. Also mich reicht es jetzt nicht unbedingt, die Dinger ständig durchzupetzen, weil ich aktuell nicht weiß, was die bringen. Ich halte es für nicht klug, hier lang zu gehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine schlaue Idee ist. Kann ich hier mit dem Zug fahren? Oh Mann. Ich hatte schon befürchtet, dass die Mission nicht zu, dass die Mission vielleicht zu kurz wird. Aber dadurch, dass ich mich entschieden habe, zu Fuß zu laufen, war das vielleicht keine schlaue Idee. Ich meine, 1300 Meter sind jetzt auch nicht unbedingt so schnell. Rebellion. Hier ist doch wieder eins von Merlins Rätseln. So, was haben wir diesmal? Verstehe ich nicht. Incentive. Was ist das da unten? Hier. Ja, aber wie komme ich da runter, ohne mich jetzt großartig zu verletzen? Kann mir das bitte jemand sagen? Ich hinterfrag's nicht. Ich habe einen Weg gefunden. Ins Händchen. Excellium. Was haben wir denn sonst noch? Reparum und Schwedibus. Nee, verstehe ich nicht. Oh, ich muss es wieder. Und jetzt wieder Jo. Nee. War eine dumme Idee, okay.
Wenn ich bis hierhin hoch kann, dann muss ich doch auch hier irgendwie hochkommen, oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Okay. Kann man mal machen, glaube ich. Sag mal, ich werde doch wohl jetzt hier hochkommen, oder nicht? Doch, komm schon, wirklich. Da ist irgendwas da unten, oder? Oh, komm schon, das könntest du hier an dieser... Ach, Mist, ich hätte doch schon scheiß Besen holen sollen. Ja komm, irgendwie werde ich ja schon hochkommen. Wenn ich überhaupt lang muss. Ich weiß gar nicht, ob ich zurück auf die Gleisen soll, will, darf. Sieht bis jetzt aber ganz gut aus. War lustig, im Felsen zu versinken. Das hatte was. Wen haben wir denn hier? Der ist böse. Er hat gesessen. Diese Wilderer. Ne? Oh nein, ich kann nicht mal was tun. Vorsicht, Sie könnten jemanden verletzen. Ach Quatsch, ich doch nicht. Gibt doch eine Höhle, die würde ich gerne erkunden. Frage ist nur, wo ist sie? Unten? Hä? Oder komme ich da irgendwo raus? Rivelio. Oder auf der anderen Seite? Das sieht aber schon so aus, könnte man da hin? Hier sieht es aus, als wenn hier irgendwo... Irgendwo was wäre. Aber wo? Vielleicht hier lang? Nö. Gut, dann nicht. Aber hier? Incendium. Hier kann ich die Höhle aufmachen. Hier steht Feuer. Das ist komisch. Das verstehe ich nicht. Hier sind wieder Wilderer. Was? Kreuzspinnen? Ach so, sind hier nur ein paar Spinnchen. Ja, es soll jetzt irgendwie, was weiß ich, einen Amphibienmodus geben oder was weiß ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir so egal. Ich weiß es halt nicht. Kohle, 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 Money. Money, Money, Money.
Wie, das Killen von diesen zwei Spinnen gab jetzt nicht so viel. Das war leicht enttäuschend. Leicht enttäuschend. Ich habe die ganze Zeit seit diesem Super Mario Brothers Film habe ich die ganze Zeit irgendwelche Dingsbums im Kopf. Irgendwelche Lieder. Oh, wo kommt das her? Das war, glaube ich, Super Mario World 1. Super Mario Land 1 für den Game Boy. Die erste Welt. Das war die Musik davon. Gibt's hier irgendwo noch so ein Flohpulver-Dings für den Fall, dass ich richtig Probleme krieg? Reveli. Ah, das sind Pflanzen. Ich dachte, es wäre jetzt eine riesige. Ach hier. Incendio. Okay, das war lustig. Wie sie da brennt rumgerannt. Ach, Beine sind einfach zu viel. Das stimmt. Oh, schön. Ich bereue es nicht wirklich, zu Fuß lang gelaufen zu sein. Einfach aus dem Aspekt, dass es... Protego! Ach, hier. Ins Hände. So, wunderbar. Das läuft doch sehr gut. wie die eine Spinne einfach schreien brennt. Ist es böse, okay, aber es ist lustig. Wer hat hier jetzt Damage gefressen? Das lief doch gut. Ah, die haben gegen Hunde gekämpft. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, ich weiß, dass du willst, dass ich wieder da zurück hingehe. Hier ist wieder eins von Merlins Rätseln, oh, aber... Welch angenehme Überraschung. Wo? Na, Mr. Herr Graf Wallner von Haludri? Was für eine angenehme Überraschung. Incendio. Ah, ich glaube, ich habe da schon was gefunden. Naja, probieren wir es mal. Da hinten ist eins, das sehe ich schon. Da hinten ist auch eins. Hier an dem Wasser. Ah, okay. Muss ich anders machen? Die sind ja schon aktiv, das bedeutet eigentlich... Incendio. Mina kann ich an den Rand, ohne zu schwimmen. Oh, komm schon. Hä? Wie soll denn das funktionieren, bitteschön? Incendio.
Nee, es hat nichts gebracht. Das läuft. Ich muss das in der bestimmten Reihenfolge machen. Das wäre dann wesentlich angenehmer. Expelliarmus. Incendio. Hat wehgetan. Nehme ich aber mal mit. So, wollen wir mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die beiden Dinger... Oh. Komm schon, wirklich... Ist das jetzt wirklich so knapp bemessen? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Incendio. Gut, dann fick dich doch, Merlins Rätsel, ernsthaft. Wenn es wirklich so knapp bemessen ist, dann kannst du mir mal die Eier lutschen auf. Scheiße. Bei aller Liebe, aber sehr nervig. Ich meine, ich kann doch nicht mal irgendwelche Feuerdinger so rumschießen. Ah, vielleicht kann er mir noch nicht die Eier lutschen. Vielleicht soll ich die Dinger noch nicht schaffen. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal Feuerbälle schießen. Das würde wesentlich... Das würde einige Sachen angenehmer machen. Boah, ich bin noch nicht wirklich wach. Hallo, Stunkler Straßenköter. Ne, gut, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Nehme ich mal alle mit. Ich weiß halt nur nicht, was ich mit den Hauben von Giftpilzen machen soll. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich... Da ist doch wieder irgendwas, oder? Hey Jungs. Oh, die sind ganz friedlich. Also, das kann man schon mal machen hier. Das passt schon. Einfach so besoffen haben. Okay. Hallo Kuh. Dass es hier kein Flohpulver gibt. Ach hier. Incendio. Expelliarm. Leviosa. Protego. Ich wollte eigentlich ausweichen. Die haben es drauf. Die sind schon... Die haben schon ordentlich... Sind keine Frösche, sind schon Kröten. Obwohl ich immer noch nicht so ganz sicher bin, was der Unterschied zwischen Unken ist. Es gibt ja drei... Also ich kenne zumindest drei Froscharten. Frosch, Kröte und Unke. Dementsprechend, ja. Ich will hier erstmal irgendwas Floor-mäßiges finden. Dass ich mich auch hin und her teleporten kann. Will zwar jetzt nichts sagen, aber... Okay, wenn es keinen stört. Gestreifte Schlafmütze. Das schiefe Haus.
Die Einheimischen nennen es das schiefe Aus, wegen dem seltsamen Winkel, in dem es die Wurzeln des überragenden Baumes sitzt. Okay. Wollen wir uns hier im schiefen Haus mal umgucken. Oh, heller Wüstenschal. Den habe ich gefunden. Oh, plus eins. So, ich muss vor allem mal gucken, ob ich es vielleicht irgendwie schaffe, Inventarplätze zu erhöhen. Weil das ist nämlich aktuell sehr nervtötend. Immer zu spät, dieser Pippin. Ach, Mäuschen, was ist denn los, hm? Süße? Madame Le Wang, ich habe eine Lieferung von Jay Pippins Zaubertränke. Ha! Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Das hört sich komisch an. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie! Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Trinke einen Unsichtbarkeitstrank. Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es dann nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha! Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Verstehe. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich? Das interessiert mich jetzt wirklich. Ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Du hast also zwielichtige Kunden, Mädchen. Ja gut, macht Sinn. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Was verkaufen Sie hier? Gucken wir mal, was Wonach die Dame so hat. Wonach suchen wir heute? Ach, trinken. Ich weiß nicht, wie... Eine gute Wahl. Genau das hätte ich auch ausgesucht. Danke für den Besuch. Ja, das ist mir schon klar. Ich weiß das. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich will mal gucken, ob ich noch irgendwas... Was verkaufen Sie hier? So. Wonach suchen wir heute? Ich will eher was verkaufen. Das kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank. Danke für den Besuch. Die sieht schon, die sieht leicht komisch aus. So, ich habe aber eine neue Brille, die mir mehr gibt. Oh, plus 7. Herrlich. Ich würde das Erscheinungsbild gerne ändern. In das, was es eigentlich ist. Aber okay. Ist aber schön, dass man das Erscheinungsbild ändern kann. So eine Harry Potter Brille. Die finde ich okay. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein? So. Was verkaufen Sie hier? So, wollen wir mal gucken, was Wonach suchen wir heute?
Wonach, was wollen Sie heute? Was wollen Sie heute? Das will ich verkaufen. Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Schön, Sie wiederzusehen. Das ist doch schön. Gleichfalls. Ich bin noch nicht fertig mit Ihrem Häuschen. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich hätte ein paar Fragen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Was möchten Sie wissen? Könnten Sie mir ein wenig über Keenbridge erzählen? Sie haben vermutlich von dem diebischen Troll gehört, der sich in dieser Gegend eingenistet hat. Er terrorisiert die Leute, raubt alle Passanten aus. Sie täten also gut daran, auf Reisen rund um Keenbridge wachsam zu bleiben. Diesem Monster wollen Sie nicht in sein grässliches Angesicht blicken. Tja, wer weiß, vielleicht doch. Aber das machen wir beim nächsten Mal weiter. Hier, Leute, macht's gut, ne? Tschüss.